Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf All4Motion. Heute mit dem Tesla Model 3 oder auch Model 3, je nachdem wie man es nennen möchte, in der Performance-Ausführung. Das heißt, das ist die absolute Spitze. Ich hatte die Möglichkeit, das Fahrzeug ein ganzes Wochenende auszuprobieren, alle Details mal, die ganzen Spielereien mitzunehmen. Ich kann nur sagen, wir werden hier Themen klären wie Beschleunigung. Und da will ich nicht zu viel verraten, die ist wirklich gut. Wir werden Themen klären, wie ist das vielleicht der letzte Tesla oder ist das die Zukunft? Und ich werde euch natürlich zeigen, wie sieht es aus mit dem Laden, mit der Infrastruktur, wie sieht es aus, wenn ich eine Route plane, die mal länger dauert. Weil das sind immer so die Themen, die man in Foren oder auch in anderen, sage ich mal, Gegnerbeiträgen liest, die alle so an dem Diesel hängen. Nicht falsch verstehen, ich mag Diesel, ich mag auch einen V8, aber ich denke, man sollte Technologie immer offen sein. Und das versuchen wir heute ein bisschen zu klären mit dem Video, was dieses Auto alles kann und was es vor allen Dingen besser macht als die, sage ich mal, Standardhersteller oder die etablierten Hersteller. Deswegen folgt mir ins Video und bis gleich. Wie immer fangen wir von außen an. Normalerweise sage ich, wir beginnen vorne mit dem Motor, ist hier aber keiner drin. Wir haben hier einen Dualmotor, das heißt, wir haben zwei Elektromotoren. Wir haben in der Bodenplatte unten drin den kompletten Akku, das werdet ihr nachher auch noch sehen. Im Display bei der Energieverbrauchsanzeige werde ich euch das auch noch zeigen. Das heißt, wir haben vorne keinen Motor, sondern wir haben einen Laderaum. Aber bevor wir in die Details gehen, würde ich sagen, wir besprechen mal so ein bisschen die Fläche, die Optik. Die Optik ist relativ, wie soll man sagen, ja, allgemein gehalten. Also man kann sich nicht wirklich dran stoßen, aber Emotionen weckt das auch nicht, finde ich. Aber dafür ist es halt eben eine neue Form, eine andere Form, und man sieht ihm halt auch an, dass es halt sehr auf CW-Wert getrimmt ist. Man hat versucht, viel rauszuholen, und viele kleine Spielereien findet man im Detail natürlich dann auch. Wir haben hier seitlich wunderschöne Außenspiegel, da komme ich gleich noch im Detail dazu. Die sind wirklich schön verarbeitet, sehen auch sehr hochwertig aus. Wir haben drunter hier ein kleines Tesla-Emblem, und in dem Fall ist es nicht nur ein Emblem, sondern auch eine Kamera für die Außenüberwachung, Unterstützung des Autopiloten und hier oben in der B-Säule auch. Da gehe ich gleich noch mal näher drauf ein. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ein Fahrzeug, was relativ zeitlos erscheint auf den ersten Blick und auch eine Form hat, die eher funktional als wirklich emotional wirkt. Beim Heck haben wir genau das gleiche Thema, auch wieder alles sehr rund, sehr glatt, auch die Formen hier, ein durchgängiges Glasdach mit einer kleinen Abrisskante, in dem Fall eine kleine Carbon-Abrisskante drauf. Die habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise liest man in Foren oder schaut man in anderen Videos, ist es so, dass diese Kante erst drauf kommt, wenn auch die komplette Leistung freigeschaltet ist. Das heißt, das Fahrzeug läuft dann auch 260 Stundenkilometer, wenn er eingefahren ist. In dem Fall ist es jetzt drauf, und hier seitlich befindet sich der Tankdeckel drunter, aber alles sehr schön in die Rückleuchte eingearbeitet. Beziehungsweise Tankdeckel, ja, Steckdose eher gesagt. Aber auch wieder, auch aus der Ansicht, ein sehr dynamisches Fahrzeug, aber eben auch nichts, wo man wirklich sagt, boah, guck dir diese Kanten an oder guck dir diese Form an. Wenn wir uns die Räder angucken, haben wir hier 20 Zöller in einem Art Turbinendesign. Finde ich sehr sportlich, passt auch sehr gut zu dem Auto. Sind 235, 35, 20 rundum. Michelin-Bereifung und fährt sich auch wirklich, ja, sehr straff und sehr sportlich. Ich denke, so soll das für eine Performance-Ausführung auch sein. Bremssättel natürlich markant in Rot. Wobei ich sagen muss, da komme ich aber später noch dazu, der Bremseneinsatz hält sich wirklich in Grenzen, wenn man das Auto richtig konfiguriert. Man kann ziemlich viele Sachen einstellen, und dadurch hat man wenig Abrieb und auch wenig Nutzung der eigentlichen Bremse. Dadurch, dass die Motoren über die Rekuperation halt auch die Möglichkeit haben, einen Widerstand herzustellen, sodass man wirklich das Gefühl hat, man bremst schon, wenn man vom Gas geht. Dazu aber auch später mehr. Hier seitlich haben wir die vorhin erwähnte Kamera hier unten drin. Die macht im Prinzip den ganzen Bereich neben dem Fahrzeug, neben den Türen. Dann drüber den schon erwähnten Außenspiegel, der, wie ich finde, sehr, sehr hochwertig verarbeitet ist. Hier unten, also es ist zwar Kunststoff, aber wirkt wie massives Metall. Und auch hier die Aufnahme und alles, das ist einfach sehr, sehr wertig, sehr toll verarbeitet. Die Griffe sind komplett versenkt, also man hat im Prinzip auch hier kein Windgeräusch, kein gar nichts. Wenn man die öffnet, zeige ich euch gleich. Hier drüben noch eine weitere Außenkamera zur Überwachung und ganz oberhalb entsprechend das Glasdach. Das heißt, es ist aus zwei Teilen, hier in der Mitte ist auch eine Strebe, und hier geht es aber komplett durch. Das heißt, hier ist im Prinzip alles offen, zeige ich euch von innen auch gleich.
So, das Fahrzeug ist jetzt verschlossen. In meinem Fall habe ich nur eine kleine Chipkarte im Prinzip, weil das Fahrzeug gehört mir nicht. Normalerweise hat man eine App, die auf dem Handy personalisiert ist, sodass man im Prinzip mit dem Handy das Fahrzeug öffnen kann. In meinem Fall lege ich die Karte hier ran, er gibt kurz einen Bestätigungslaut, öffnet das Fahrzeug. Das Fahrzeug zu öffnen, einfach mit dem Daumen hier reingehen, Hebel rausholen und dann hat man das. Dann kann man auch schon Platz nehmen. Ich zeige euch auch gerade noch mal hinten, wie man das öffnet, weil auch hier noch mal ganz interessant, es sind alles rahmenlose Fenster, also Coupé-Türen, macht natürlich auch noch mal einen sehr wertigen und sehr sportlichen Eindruck. Ich nehme mal an, das hat Gewichts-, Preis- und bauliche Gründe. Und aber auch ja, darüber, über die große Tür, gewinnt man sehr guten Zugang zur Rückbank. Bevor ich aber jetzt im Innenraum weitermache, zeige ich euch kurz noch den vorderen Kofferraum, den sogenannten Frunk, und den Heckkofferraum. Der Heckkofferraum lässt sich so öffnen, über einen ganz normalen Griff. Und ansonsten habe ich hier die Möglichkeit, vorne über öffnen und hinten auch über öffnen, das Ganze über das Display von innen zu machen. Hierüber kann ich die Ladeklappe öffnen. So, da wir die Ladeklappe schon offen haben, zeige ich euch die auch mal schnell. Machen wir auch nachher kurz am Supercharger noch. Und wie gesagt, die lässt sich entweder so öffnen, über einen Klick an der Zapfsäule selbst. Und schließen kann man sie ganz normal per Hand. Dann geht die entsprechend runter und ist wieder zu. Wenn der sogenannte Frunk mal entriegelt ist, hebt man ihn einfach nur an und ist im Prinzip drin. In dem Fall sind ein paar Tesla Ladekabel vorgesehen. Ist auch nicht riesig, aber ich sag mal, Handtaschen oder sonstige Sachen kriegt man da bestimmt gut unter. Und wie gesagt, ein zusätzliches Fach, was man bei sonstigen Autos eben nicht in der Größe vorfindet. So, der Kofferraum liegt bereits geöffnet auf, das heißt, ich muss ihn nur geschwind anheben und habe dann Zugang zum kompletten Kofferraum. Und er ist auch wirklich nicht klein. Also man hat hier ordentlich Ladefläche. Man hat noch einen zweiten Ladeboden. Den kann man entsprechend hier öffnen. Und hat drunter nochmal ein großes Fach. In dem Fall sind jetzt Ladekabel drin. Also klein ist er wirklich nicht. Umklappbare Rückbank haben wir auch. Man sieht es hier, zwei Drittel, ein Drittel. Das heißt, man kann auch was durchladen. Ist wirklich nicht schlecht gemacht. Sehr großes Auto. Was ein bisschen schade ist, man hat eben nur die mechanische Möglichkeit, das Ganze zu heben und zu schließen. Gibt es nichts Elektrisches, aber irgendwo muss man halt auch Abstriche machen, sag ich mal. Und dann haben wir hier oben noch die Kamera, entsprechend für den Rückfahrmodus. So, mittlerweile habe ich Platz genommen und ich muss ganz ehrlich sagen, das Auto fühlt sich auch von innen sehr wertig an. Es ist einfach sehr geräumig, es hat ein sehr gutes Raumgefühl, liegt natürlich auch an dem Glasdach hier drüber, wie ich vorhin schon erwähnt habe, hier mit diesem unterstützenden. Und dann eben nach hinten raus, wie ihr sehen könnt, haben wir überhaupt keine Glaskante mehr. Also ein durchgängiges Glas, sehr schön gemacht, gibt ein sehr gutes Raumgefühl. Allerdings, wenn man hinten sitzt, ist es sehr eng, auch von der Kopffreiheit her. Auch wenn der Sitz auf mich mit knapp 2 Metern eingestellt ist, ist hinter mir nicht wirklich Platz. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen, aber es dürfte maximal so 10-15 cm zwischen Sitzrückenlehne und quasi Sitzbank, der Rückbank sein. Und deswegen denke ich einfach, es ist schwierig, da mit mehreren Leuten zu fahren, wenn man große Leute hat. Ich denke, wenn es normale Leute sind oder normal große Leute, so um die 1,80, dann hat man hier auch zu viert sehr gut Platz und kann auch sehr gut reisen. Sobald das Auto geöffnet ist, geht dieses Display hier komplett an. Man hat bei Tesla wirklich konsequent versucht, das Display mit allen Funktionen, die das Auto eigentlich hat, zu versehen. Und man sieht jetzt auch hier, damit ich das Auto anlassen kann, fordert er mich auf, diese Karte, diese RFID-Karte, entsprechend hier auf die Mittelkonsole zu legen. Das mache ich mal. Also wird hier vorne so drauf gelegt. Und dann ist das auch schon weg. Dann sieht man auch hier oben, so die ganzen Prüfzeichen sind weg. Ich ziehe im Prinzip in D und das Fahrzeug ist fahrbereit. Jetzt meckert er natürlich, dass ich nicht angeschnallt bin. Aber man hört auch nichts, es gibt keinen Motorstarten, ist auch klar, ist ein Elektrofahrzeug. Aber muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wenn man es das erste Mal macht. Der Wählhebel hier
ermöglicht einem alle Fahrfunktionen. Das heißt, wenn ich schon in Rückwärtsgang will, kommt rechts schon die Kamera, entsprechend auch mit unterstützenden, sage ich mal, Hilfen. Und auch da wieder der Gangwechsel recht schnell, weil eben ein Elektroauto, man hat irgendwie kein Rucken, kein Ziehen durch einen Schalttunnel oder sonstige Sachen, sondern einfach nur diesen Wählhebel. Und wenn ich das Ganze wieder in Parken stellen will, drücke ich hier drauf und das Fahrzeug ist in Parken. Man hört eine Parkbremse, die sich festzieht, eine Handbremse. Und dann ist das Fahrzeug eigentlich zum Verlassen wieder bereit. Das heißt, dieses Display hier bleibt an und man steigt aus. Und erst wenn man das Fahrzeug wieder zumacht bzw. abschließt, geht auch wirklich alles aus. Das Schöne ist, wenn ich das Fahrzeug verlassen will, habe ich die Möglichkeit über die Klimaanlage, dazu möchte ich gleich kommen, ich kann sie eingeschaltet lassen. Das heißt, im Sommer habe ich die Möglichkeit, das Fahrzeug weiter zu kühlen. Was ich aber ein sehr tolles Feature finde, ist, wenn man mal kurz, sage ich mal, einen Brief in den Briefkasten wirft oder vielleicht irgendwo beim Bäcker ein Brötchen holt. Man kann seinen Hund im Auto lassen oder auch jedes andere Tier. Also ich möchte keine Tiere diskriminieren. Drückt dann einfach die Taste Hund und verlässt das Fahrzeug. Das mache ich jetzt mal schnell. Und wie man dann sieht, steht hier drinne, mein Besitzer ist gleich zurück. Ich habe dazu auch mal ein Foto mit meinem Mops auf Instagram hinterlassen, könnt ihr mal auschecken. Und man sieht eben auch als Außenstehender, man muss die Scheibe nicht einschlagen, sondern das Tier sitzt klimatisiert im Innenraum. Schönes Feature von Tesla, muss ich sagen, also gefällt mir gut. Aber weiter geht's mit dem Bordcomputer. Wie ich schon erwähnt habe, Tesla versucht wirklich alle möglichen Knöpfe aufs Minimum zu reduzieren. Das heißt, wir haben eigentlich nur diese zwei Bedienelemente am Lenkrad. Wir haben hier noch was für den Blinker, Scheibenwischer. Ansonsten wird er hier unten auf Automatik gestellt. Wir haben hier im Prinzip den Gangwählhebel, der auch gleichzeitig den Autopiloten bzw. den Tempomaten bedient. Das heißt, mit zweimal nach unten ziehen habe ich den Tempomaten, mit dreimal nach unten ziehen habe ich den Autopiloten. Dann fährt das Auto selbstständig, wechselt auch selbstständig Spuren. Allerdings muss man die Hände am Lenkrad lassen. Werde ich auch gleich versuchen, noch mal beim Fahren zu zeigen. Ja, hier links beschränkt sich es auch auf Wesentliche. Das heißt, wir haben die vier elektrischen Fensterheber. Wir haben hier, ich sag mal, ähnlich wie in der Corvette C6 oder auch in anderen Corvettes wahrscheinlich, die Möglichkeit, die Tür zu öffnen mit einem Daumendruck. Ja. Das heißt, alles sehr schlicht und einfach gehalten, keine großen Mechanismen. Die Mittelkonsole ebenfalls. Das heißt, wir haben zwar ein größeres Ablagefach hier drunter, wir haben auch die Möglichkeit, hier Handys einzustecken, was ich übrigens sehr toll finde bei Tesla. Man kann das Handy wirklich da drauf stecken, es lädt und man kennt es vielleicht von vielen anderen Autos, dass man entsprechend vielleicht einmal die Schnittstelle wählt, ja, und dann entsprechend auch halt sagt, okay, das Telefon habe ich jetzt ausgewählt, bleibt so lange, wie es Auto quasi ist. Hier kann ich aber einfach diese Blende rausnehmen und auch die Kabel wechseln. Das heißt, hier links habe ich ein iPhone-Kabel, hier rechts habe ich jetzt einen USB-C-Stecker in dem Fall. Und muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man das umrüsten kann mit eigenen Kabeln, ist das eine schöne Sache. Das heißt, lässt sich auf jedes Telefon anpassen. Und was ich auch toll finde, ist, dass die Telefone auch im Sichtbereich sind. Ja, jetzt kann man sagen, okay, das Ganze stresst einen vielleicht beziehungsweise lenkt einen ab. Ja, allerdings, wenn man das Ding ständig aus irgendeinem Fach rausholen muss oder sowas von induktivem Laden oder ähnlichen Flächen, die dann im Auto dafür geschaffen sind, um mal drauf zu gucken, meine ich, lenkt das mehr ab. Also von dem her eine ganz coole Option, ganz coole Sache. Aber auch hier wieder, wie in allen Audis, wie ich schon bemängelt habe, schwarzglanzige Oberflächen werden halt einfach schnell dreckig und es sind immer, ja, sage ich mal, schwer sauber zu halten. Beim Display hier oben, muss ich sagen, geht's, weil es einfach so hell ist, dass es einem nicht auffällt. Ich denke, im ausgeschalteten Zustand fällt es schon auf, aber so geht es eigentlich. Genau, wir haben dann hier unten einen Dosenhalter, haben dann wieder gesagt, die Schlüsselkarte liegen, haben hier drunter noch ein Ablagefach, hier können wir auch was rausnehmen und haben entsprechend hier einen 12-Volt-Anschluss und die Möglichkeit, einiges unterzubringen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sucht man Knöpfe und sonstige Sachen vergeblich. Das heißt, auch ein Drücker fürs Handschuhfach oder Einstellräder für die Klimaanlage sind eben jetzt auf den ersten Blick nicht ersichtlich, sondern man versucht wirklich alles hier zusammenzufassen. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf die Klimaanlage gehe und den Automodus ausmache, kann ich hier entsprechend meine Lüftung einstellen, ja, ob er rechts, links, nach oben, nach unten soll. Auf der Beifahrerseite genauso. Das heißt, ich habe keine manuellen Räder mehr, keine Drehteilchen, die zusätzlich Geld kosten. Das verfolgt man bei Tesla schon sehr konsequent. Genauso auch mit der Sitzheizung. Wenn ich eine Sitzheizung einschalten möchte, kann ich die für hier vorne hier auf die Schnelle aktivieren, was sehr gut ist. Aber für die Rückbank ist eben keine separate Taste angelegt, sondern ich tippe die Rückbank einfach an. Übrigens auch die Mitte, was ich jetzt auch nicht jeden Tag sehe.
und kann auch alle drei Stufen regeln. Klar muss der Rückbänkler dann mit dem Fahrer reden, aber ich denke, das sind Dinge, die kann man in Kauf nehmen. Machen wir weiter mit der Komfortbedienung. Das heißt, so Themen wie Radio zum Beispiel kann ich ganz ausblenden. Ich kann es hier aber auch hochziehen. Das heißt, ich kann hier meinen Radiosender auswählen. Ich kann aber auch ein Spotify-Konto verbinden. Ich kann ein TuneIn-Konto verbinden. Ich kann mein Telefon verbinden. Also das ist alles da und von der Bedienung finde ich auch sehr, wie soll man sagen, naja, sehr intuitiv. Das heißt, eigentlich jeder, der mit einem Tablet oder mit einem normalen Smartphone groß geworden ist, sollte kein Problem damit haben. Also in dem Fall wähle ich jetzt mal das Ding aus. Und auch die Anlage, die kann ich dann hierüber laut und leiser machen. Auch die Anlage kann sich durchaus sehen lassen, beziehungsweise hören lassen. Die ist wirklich gut, hat auch einen satten Klang. Und aber Lautstärke muss nicht nur im Lenkrad gemacht werden, sondern auch der Beifahrer hat hier nochmal die Möglichkeit, entsprechend ganz intuitiv das Ganze zu steuern. Und wie gesagt, wenn ich es nicht mehr sehen will, ziehe ich es weg. Wenn ich ein kleines Format haben will, so, ansonsten ganz raus. Ja, Karte, Navigation ist basierend auf Google Maps. Finde ich eine sehr tolle Sache, weil man eben wie in Google Maps auch, das kennt man von zu Hause, vom Handy und so weiter, sehr intuitiv das Ganze bewegen kann. Man bekommt die Supercharger angezeigt, wie ihr es hier unten seht. Das ist jetzt der in Leonberg, zu dem werden wir auch gleich noch fahren. Das heißt, ich kriege hier schon angezeigt, es in der neuen Rampelstraße. 8 von 8 Ladeplätzen sind frei, maximal 120 kW kann ich laden, 33 Cent die Kilowattstunde. Und wenn ich zu lange stehe, also 5 Minuten hat man Karenzzeit, aber wenn ich diesen Ladeplatz zu lange blockiere, zahle ich 80 Cent pro Minute. Was ich sehr gut finde, damit eben die Leute nicht drauf parken oder das Auto einfach stehen lassen oder, sage ich mal, vielleicht Anwohner oder Mitarbeiter von naheliegenden Büros einfach sagen, ich stecke die Karre da morgens ein und parke dann den ganzen Tag dort gratis. Das soll natürlich auch nicht sein. Ja, wie gesagt, Navi ist sehr intuitiv. Was ich auch cool finde, und das zeige ich euch jetzt mal schön, basierend ist das Ganze auf Google Maps, aber es rechnet eben nicht nach der Logik der kürzesten Route oder eben schnellsten Route, sondern es rechnet nach der Supercharger-Logik. Das heißt, das Fahrzeug entscheidet zum Beispiel, wie die Route am besten mit welchen Ladestationen funktioniert. Ich habe jetzt aus Spaß mal Venedig eingegeben, weil das eine ziemlich lange Fahrstrecke ist. Und da sieht man, er rechnet auch eine Weile. Ja, also der hat entsprechend jetzt nicht so gleich alles parat. Aber das Schöne ist, wenn diese Wartezeit vorbei ist, das kann, sag ich mal, so 20, 30 Sekunden dauern, ist aber bei der Länge der Route auch nicht schlecht und er verarbeitet auch mehr Daten als ein normales Navigationssystem, dann zeigt er einem gleich an, wann ich wo halten muss, beziehungsweise mit welchem Ladestand ich voraussichtlich wo ankommen werde und wie lange ich insgesamt brauchen werde, mit wie vielen Stops. Wie man hier schon sehr schön sehen kann, überall sind Supercharger-Stationen und das ist nun die gesamte Route. Ja. Wenn man jetzt hier sieht, mal angenommen 11.20 Uhr würde ich starten, wäre ich bei dem ersten Supercharger in Ulm um 12.30 Uhr. Würde dort 40 Minuten Ladezeit brauchen und kommt da circa mit 26% an. Der nächste wäre dann um 16.05 Uhr am Brenner in Italien. Dort würde ich eine Stunde 20 ungefähr verbringen zum Laden, also nochmal eine größere Pause machen und wäre dann um 20.16 Uhr mit 20% Restakku voraussichtlich in Venedig. Der gesamte Trip wären 651 Kilometer, 8 Stunden 55 Minuten und hier ist die ganze Route nochmal sehr schön angezeigt. Finde ich sehr toll, dass das Auto so rechnet, weil das macht das Ganze viel einfacher und eben nicht so umständlich, wie man oft denkt. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, auch ich habe, bevor ich mich das erste Mal mit Tesla befasst habe, immer gedacht, es ist sehr schwierig, entsprechend immer zu gucken, wo finde ich denn Ladestationen. Weil ich habe früher mal ein Autogasauto gehabt, da muss man wirklich, sage ich mal, immer wieder selber checken, wo sind Ladestationen, beziehungsweise wo sind Tanksäulen im Autogasfall. Und dann ist es halt schon unangenehm. Und wenn man auch nicht weiß, wie sind die frei und so weiter. Hier ist alles in einem Blick. Ich weiß, diese Station ist frei, da sind so und so viele Parkplätze belegt und das Ganze macht das Ganze natürlich wirklich ja, sehr spannend und einfach. Ich kann sagen, er möchte mit Autopilot navigieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt losfahre und den Autopiloten einstelle, dann hält er selber die Spur, das wird dann hier angezeigt und entsprechend wechselt auch an Autobahndreiecken und so weiter selber die Spuren, biegt dann selber ab. Natürlich muss ich noch anwesend sein und eben die Hand auch am Lenkrad halten. So, jetzt kommen wir aber mal zum wichtigsten Thema, wie fährt sich das Ganze? Und zwar machen wir einfach mal D rein und fahren los. Ihr merkt schon vom Umgebungsgeräusch her,
das Fahrzeug sehr leise. Ich habe jetzt ein bisschen eine sehr ruppige Straße hier gewählt, um erstmal rauszufahren. Rechts abbiegen auf neue Rampelstraße. So, das wäre jetzt der Trip quasi nach Venedig. Den breche ich jetzt aber mal ganz kurz ab. Dann machen wir raus. Dann haben wir mal keinen Trip drin. Und das Fahrzeug ist wirklich sehr angenehm, sehr leise, sehr ruhig, macht alles sehr viel Spaß. So, und wie ihr jetzt hier oben rechts im Display sehen könnt, habe ich entsprechend in der Mitte unter der 52 die Möglichkeit, mein Tempomat anzumachen. Und links das eingeblendete Lenkrad ist dann tatsächlich der Autopilot, den ich auch aktivieren kann, wenn ich möchte. Das heißt, er würde selber die Spuren halten. Hier unten sieht man, das Fahrzeug fährt und nimmt auch die Spuren mit auf. Die bewegen sich mit. Wenn andere Autos ins Spiel kommen, zeigt er diese auch an über die Seitenkameras. Und wir fahren jetzt einfach mal ein Stück und ich zeige euch gleich mal, wie das Fahrzeug beschleunigt. Und vor allen Dingen auch, wie man es merkt, wenn man vom Gas geht. Also hier oben seht ihr, die Linie unter dem kmh-Feld ist so, dass wir entsprechend sehen, wenn ich Gas gebe, dann schlägt die nach rechts aus und wenn ich vom Gas runtergehe, schlägt die nach links aus für die Kooperation. Und ihr seht ganz deutlich, ich bremse nicht. Er kommt fast bis zum Stillstand nur über die Motoren. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, okay, wenn er so eine krasse Bremswirkung hat, gehen dann auch hinten die Bremslichter an? Und ja, das tun sie. Also sprich, der Hintermann ist nicht völlig überrascht, dass das Auto viel schneller vom Gas geht als, sage ich mal, ein normales Fahrzeug, ein Verbrenner oder Benziner. Aber was man sich wirklich daran gewöhnen muss, ist, man muss bei dem Fahrzeug immer schauen, dass man auf dem Gas bleibt, beziehungsweise das Fahrzeug immer irgendwie so ein bisschen in Bewegung hält. Das heißt, wenn man runtergeht, passiert nämlich wieder das hier. Entsprechend wird dann einfach abgebremst. So, von der Beschleunigung her ist das Fahrzeug sehr, sehr, sehr dynamisch. Also ich kann euch mal kurz zeigen, wenn man jetzt Vollgas gibt, einfach nur mal geschwind von 70 auf 100. Ja, das geht ungefähr so. Also das ist nichts, das ist ein Katzensprung, das ist einfach ein Witz. Ja. Und gleich zeige ich euch noch, wie wir von 0 auf 100 damit fahren. Was wirklich auch sehr beeindruckend und sehr schnell ist. So, ich kann den Tempomat mit einmal nach unten anschalten. Ich glaube, das habe ich vorhin falsch gesagt, es ist nur einmal nach unten, nicht zweimal nach unten. Dann ist der auf 100 eingestellt. Ich nehme den Fuß runter. Und das Fahrzeug fährt selber, hält auf die Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt zweimal nach unten ziehe, dann ist der Autopilot an, sagt er mir, Hände bitte am Lenkrad behalten. Er erkennt die Spuren im Display. Ihr seht auch gleich, vor uns ist ein Fahrzeug, das taucht auch auf dem Display langsam auf. Das bremst er dann auch selber. Er orientiert sich allerdings nicht an den Geschwindigkeitsschildern, sondern an der voreingestellten Geschwindigkeit, in dem Fall die 100 km/h. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich wechsle die Spur, setze den Blinker, dann wechselt das Fahrzeug selbstständig die Spur. Ich mache jetzt gar nichts. Und er schließt das auch ab, überholt ihn, fährt weiter. Und genauso fährt er auch auf Autobahnen. Das heißt, auch hier jetzt kann ich wieder wechseln. Er zeigt es mir an. So, und jetzt kommt ein Fahrzeug von rechts. Ich bin gespannt, was er macht. Er bremst, gibt aber dann doch nochmal Gas, bremst wieder. Also der Autopilot reagiert sehr gut, aber ein bisschen ruppiger, als es ein Mensch tun würde. Also auch diese Situation hat er sehr gut gemeistert, finde ich. Und deswegen mit diesem Autopiloten, muss man sagen, hat Tesla natürlich schon einen sehr krassen, sehr wahnsinnigen Vorsprung, glaube ich, im Vergleich zu anderen Fahrzeugherstellern, weil ein Autopilot in dem Umfang ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Und auch sehr schön eben die Darstellung, wie er andere Autos erkennt, andere Fahrzeuge erkennt. In der Stadt ist das manchmal ein bisschen schwierig. Da sind es so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, kleinere Männchen oder Busse oder Vans, die dann so ein bisschen rumhampeln, wenn er sie nicht ganz einsortieren kann, wo die stehen. Und während der Fahrt habe ich auch die Möglichkeit, einfach die Rückfahrkamera anzumachen und zu gucken, wer fährt denn eigentlich hinter mir. Ob man das Feature jetzt braucht, ob das ablenkend ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich sehe hier auch, das Auto kommt an mir vorbei und entsprechend
kann ich das Ganze dann selber fahren. So, jetzt leuchtet der blaue, will, dass ich die Hände wieder ans Lenkrad nehme. Wenn ich das mache, ja, und kurz leicht drehe, dann ist das wieder okay. Dann hat er das akzeptiert. Und ich biege jetzt auch mal so rechts ab. Und damit habe ich ihn deaktiviert. Wenn ich die Bremse betätige, habe ich auch entsprechend den Tempomaten deaktiviert und wir fahren wieder ganz normal. Ja, wie fährt sich so ein Tesla? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert. Das Fahrzeug ist wirklich von der Haptik her, von der Innenausstattung her, von dem Geräusch her, ist es einfach super. Auch die Bedienung, es ist am Anfang natürlich, man sucht ein paar Tasten, man schaut, wo ist was, man weiß nicht so genau, wie das Ganze jetzt funktioniert. Auch der Autopilot ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil er eben doch manche Sachen oder Reaktionen übernimmt, die ein Mensch so vielleicht nicht machen würde, kann man sich aber wirklich gut dran gewöhnen. Was ich lang gesucht habe, war die Warnblinkertaste, weil ich natürlich vermutet habe, dass man die entsprechend einstellen kann, auch über das Display, weil man kann auch das Handschuhfach über das Display öffnen, man kann die Außenspiegel über das mittlere Display einstellen, beziehungsweise man wählt die Außenspiegel nur im Display aus und stellt dann über die Drehrädchen am Lenkrad ein, was ich sehr schön finde, weil viele Funktionen eben auf wenige kleine Knöpfe verringert werden und das macht das Ganze wahrscheinlich, sage ich mal, in der Wartung, in der Gestehung natürlich auch billiger. Und vor allen Dingen auch irgendwo ein bisschen moderner, weil wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Audi e-tron zum Beispiel, muss ich sagen, ist der Tesla einfach das futuristischere Auto. Ja? Also es ist auf jeden Fall das Fahrzeug, was einem mehr das Gefühl gibt, ich habe eine neue Technologie unterm Hintern, ich bin ein bisschen mehr Richtung Zukunft unterwegs und habe vielleicht auch etwas, was nicht jeder hat. Wobei Tesla mittlerweile in Verkaufszahlen ganz gut zulegt, deswegen nicht jeder ist dann mittlerweile relativ. 0-100 ist bei dem Fahrzeug auch wirklich beeindruckend. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar ab dafür. Also ihr seht, selbst weit über die 100 hinaus, wahnsinnig, wie das abgeht. Und ich muss sagen, es ist immer wieder beeindruckend, wie wahnsinnig gut es vorwärts geht. Geht tatsächlich bis 260, bin ich am Wochenende auf der Autobahn auch schon gefahren, läuft auch sehr gut, aber man merkt, obenrum lässt der Druck natürlich nach. Reicht aber von der Beschleunigung her eigentlich für alles, was man so, sagen wir mal, im Alltag findet. Ich glaube, es sind 3,4 Sekunden, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, auf 100, was schon irgendwo den Werten eines BMW M5 entspricht. Was ich schon sehr, sehr brachial finde. Und es macht auch wirklich Spaß, weil eben kein Motorengeräusch dabei auftaucht. Und eben sehr ungewohnt somit dieser Punch ist, den man erhält. Jetzt würde ich aber sagen, wir fahren direkt zur Ladestation. Ich zeige euch noch, wie man so einen Tesla lädt. Und vor allen Dingen auch das Spannende daran, ich habe es ja vorhin schon gezeigt, die Infrastruktur wird einem ja sehr gut schon im Display vermittelt. Das heißt, man hat auch nie das Gefühl, irgendwo jetzt im Nirgendwo zu stehen und vielleicht noch separat ein Handy oder eine App zu brauchen, sondern das macht das Auto alles, dass man wirklich auch den Supercharger findet, auch den Zugang findet. Besonders hierbei ist aber auch die Abrechnung. Das heißt, ich fahre eigentlich nur zur Säule hin, das zeige ich euch gleich, stecke das Ganze ein. Und dann taucht die Abrechnung wirklich im Display auf von dem Fahrzeug und ist halt insofern, sage ich mal, ganz angenehm und spannend, weil man halt alles an einem bestimmten Platz immer zur Verfügung hat. Man sieht, wann hat man das letzte Mal getankt, wie viel Kilometer hat das quasi gebracht an Reichweite und so weiter und so fort. Und ich meine, jetzt bei unserem Fahrstil hier, beziehungsweise bei meinem Fahrstil hier, ist es so, dass ich natürlich jetzt nicht auf sparend oder spritsparend oder stromsparend gefahren bin, sondern wirklich geguckt habe, so wie ich auch normal fahren würde, zügig und vielleicht auch mal linke Spur und so weiter. Und da komme ich im Schnitt so irgendwo zwischen 4 und 5 Euro pro 100 Kilometer raus, was schon ein spannendes Thema ist. Was man sich auch überlegen muss, ist, wenn man zu Hause die Wallbox hat oder die Möglichkeit zu laden, dann ist es wirklich so, dass man ja jeden Morgen mit einem vollen Auto startet. Das heißt, wenn man vielleicht jeden Tag maximal 150, 200 Kilometer zurücklegt, ist es gut möglich mit so einem Tesla und man hat überhaupt gar keinen Stress. Ja. Aber auch die Wartezeit an einem Supercharger, so was ich jetzt gesehen habe, die werden meistens in der Nähe von Restaurants gebaut, häufig natürlich Fastfood-Restaurants, das heißt, man wird wahrscheinlich eher dick, wenn man einen Tesla besitzt.
Aber auch so, wenn man vielleicht nur einen Espresso oder einen Kaffee haben will, man kann sich die Wartezeit vertreiben. Aber es gibt auch ein tolles Feature, das zeige ich euch gleich, wenn wir stehen noch kurz. Und zwar, es gibt noch ein paar Apps und ein paar Gimmicks, wo ich zum Beispiel auch ein Kaminfeuer hier auf das Display packen kann. Das heißt, im Winter, wenn ich warten muss an so einem Supercharger, kann ich nebenher ein bisschen was arbeiten und habe dann aber auch die Möglichkeit, mir einen gemütlichen, romantischen Platz hier im Auto zu schaffen. Und dadurch, dass das Ding ja auch dann an der Ladestation hängt, habe ich auch die Möglichkeit, entsprechend auch das Fahrzeug weiter zu heizen und so weiter. Es wird auch nicht kalt dann beim Warten. Also es ist nicht ganz so unangenehm, wie es oft dargestellt wird. Aber es ist natürlich eine Umgewöhnung, klar, weil 5 oder 10 Minuten 80 oder 100 Liter Diesel reintanken, das ist derzeit noch ungeschlagen. Ich möchte aber trotzdem sagen, es macht schon Spaß und es ist eine neue Technologie, die man auf jeden Fall mal in Betracht ziehen sollte, auf jeden Fall mal gefahren haben sollte. Also ich rate jedem, der sagt, oh, Elektroautos sind scheiße, jetzt mal von der Umwelt und von allen anderen Faktoren abgesehen, rate ich jedem wirklich einfach mal zu gucken, bringt mir dieses Auto Spaß, fühlt sich vielleicht doch besser an, als ich gehört habe, weil es ist alles andere als ein Ami, als ein klassischer Ami, der nicht gut verarbeitet ist oder definitiv erschlägt auch alle diese ganzen Vorurteile, ja, also die wischt er einfach weg, weil das Fahrzeug, es fährt sich toll, es fühlt sich hochwertig an, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, hiermit zu fahren, die Beschleunigung steht außer Frage und auch wenn man das Fahrzeug fährt, man merkt auch beim Antippen des Gaspedals und auch diese Rekuperationsfunktion, wenn man runtergeht, dieses Bremsen, was einen auch wirklich schon so nach vorne nickt, wie ihr gerade gesehen habt, ist es so, dass man wirklich merkt, diese Energieeffizienz, die so ein Motor umwandelt, also der Effizienzgrad ist einfach höher als bei einem Verbrennungsmotor. Das kann man auch durchs Fahren schon merken. Und wir haben hier 460 PS roundabout. Ich habe jetzt die Daten nicht vor mir liegen, weil ich gerade unterwegs bin, aber ich meine 460 PS. Und es ist wirklich 460 PS Understatement, also wenn ich jetzt was Vergleichbares ziehe, sage ich mal einen M4 mit 450 PS in der Competition-Version vielleicht, da ist dieses Auto hier schon dezenter, aber irgendwie auch geiler. Also also nicht falsch verstehen, MBMWs haben ihre eigene Faszination, vor allen Dingen auch viel Emotion. Aber genau, dass dieses Fahrzeug eben nicht die Emotion hat und eben nicht dieses Bam und Gebrüll und Gemache, sondern wirklich einfach dieses, ich stehe an der Ampel, man hört nichts und während der andere noch überlegt, ob er jetzt, sage ich mal, schneller wegfahren will als ich oder nicht, tritt man mit dem Tesla einfach drauf und ist schon weg und das macht auch keinen großen Lärm. Naja, aber so viel mal dazu, wir schauen uns jetzt mal die Zapfsäule an. So, an der Zapfsäule angekommen, können wir jetzt mal schnell schauen, was haben wir denn überhaupt für einen Energieverbrauch gehabt. Und ihr seht, es ging auf und ab. Was uns jetzt aber viel mehr interessiert, ist im Prinzip das Thema Aufladen. Aufladen sehen wir hier, wir haben noch 239 Kilometer Restreichweite, haben das letzte Mal am Samstag für 7,92 Euro nachts auch hier in Nürnberg getankt und hängen jetzt einfach mal geschwind die Zapfsäule bzw. den Stecker dran. Gibt es hier oben drauf einen kleinen Punkt, an dem ich drauf drücken kann. Wenn ich den drücke, geht auch hier schon die Klappe auf. Wir ziehen den Stecker ab, stecken ihn hier drauf. So, und jetzt blinkt hier etwas. Man sieht schon, er hat das Ladekabel erkannt. Und wenn wir jetzt hier reingucken ins Fahrzeug, sagt er auch schon Laden gestartet. Und er geht davon aus, dass wir 40 Minuten hier verweilen, um das Fahrzeug wieder voll zu laden. Jetzt gehen wir mal näher hin. Und wir sehen, die Ladegeschwindigkeit ist jetzt in dem Moment 68 Kilowatt. Das heißt, wir laden ungefähr 440 Kilometer pro Stunde und haben derzeit schon 2 Kilometer geladen. So, wenn ich das Fahrzeug abschließe,
Dann wird auch hier der Stecker verriegelt, aber man sieht natürlich, Fahrzeug lädt weiterhin. Und ich kann von außen, wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist, nicht mehr sehen, ob das Display etwas anzeigt oder nicht. So, während wir warten, zeige ich euch mal kurz den Ladeplatz hier. Also hier steht das Model 3. Kleiner Tipp für Leute, die vielleicht zum ersten Mal Tesla fahren. Die Zapfsäulen sind immer paarweise. Das heißt quasi, wenn auf beiden Säulen ein Auto lädt, wird immer das zuerst, also da steht dann unten dran 9A, 9B zum Beispiel in meinem Fall. Und wenn auf beiden ein Auto steht, dann bekommt eins davon immer weniger Leistung, weil die immer paarweise angeschlossen sind. Warum das so ist, weiß ich nicht. Allerdings ist das in einigen Videos schon genannt worden. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund, ist eigentlich relativ viel frei. Das heißt, man findet immer gut Zugang. Man hat aber auch im Hintergrund einige andere Leute. Und wenn man jetzt irgendwas essen oder trinken will, wie in Leonberg, gibt es hier noch den McDonald's. Erstmal hat immer genügend Möglichkeiten. Die Ladezeit von 40 Minuten ist natürlich jetzt eine Sache, wo ich sage, brauche ich die unbedingt? Also ist das schon was, wo ich mit leben kann? Ich für meinen Teil sage, ist es mir noch zu langsam? Aber man merkt schon, dass sie stark dran arbeiten, weil das Model 3 jetzt zum Beispiel hat schon ein schnelleres Ladekabel. Also wir hatten am Wochenende Ladegeschwindigkeiten bis zu 115 kW, 120 kW und das geht schon sehr zügig. Aber um zur Frage von vorne, vom Eingang zurückzukommen, ja, ist das der letzte Tesla oder ist es die Zukunft? Weil gerade aktuell ja diese Themen durch die Medien gehen, von wegen, ist Tesla bald pleite in 10 Monaten und so weiter. Ich denke, das wird nicht der Fall sein, weil die Technik und vor allem die Infrastruktur ist extrem ausgereift. Also, dass Tesla pleite gehen wird, halte ich für unwahrscheinlich. Die Zukunft halte ich auch für unwahrscheinlich, weil ich glaube, das Wasserstoffauto ist definitiv die sinnvollere Variante als ein Elektroauto. Aber es ist auf jeden Fall eine Technologie, die man nicht verachten sollte, weil es macht schon Spaß, das Ganze. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so altbacken an wie manche andere Autos. Aber natürlich, es muss jeder selbst entscheiden, was er haben möchte. Weil wenn ich hier vergleiche vom Verbrauch auf 100 Kilometer, wenn ich sage mit 5 Euro, da kriege ich schon einen Diesel, der das vielleicht auch schafft. Aber was habe ich dann? Dann habe ich vielleicht 100 PS und irgendeinen klappernden Traktor. Ich weiß es nicht. Also das kann jeder selbst entscheiden. Und damit komme ich auch schon zum Ende des Videos, weil das Fahrzeug geht wieder zurück. Und ich zeige euch jetzt im Abspann noch ein paar nette Features. Ein paar lustige Sachen, die Tesla so eingebaut hat und was es irgendwie einfach geiler macht wie ein normales Auto oder ein neues E-Auto von anderen Herstellern, weil diese ganzen Gimmicks, die fehlen da einfach. Die zeige ich euch jetzt noch und deswegen freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis bald. Ciao. Zum Abschluss noch wie versprochen die Gimmicks. Wenn ihr hier drauf drückt, kriegt ihr die Infos über das Auto, zieht nach oben, kriegt ihr die ganzen Spielereien. Da haben wir einmal, wie vorhin erwähnt, ein wunderbares Kaminfeuer. Das heißt, im Winter, wenn ihr wartet beim Laden oder vielleicht was arbeiten müsst oder vielleicht irgendjemand auf der Rückbank verknuspern wollt, schöne Sache. So, das ist das Feature. Einmal Musik anmachen, einmal wieder aus. Dann haben wir noch Center. Aber auf jeden Fall, wenn man es einschaltet, fängt er wieder von vorne an. Nachher, wenn das Auto fährt, bewegt sich natürlich hier auch der Schlitten. Und man hat vielleicht noch Rentiere vorne dran. Es schneit. Und auf dem Blinker, das ist jetzt ziemlich laut, und auf dem Blinker sitzt dann entsprechend ein Jingle Bell, so ein Glöckchen läutet. So, was haben wir noch? Wir haben hier den sogenannten Emissionsprüfmodus. Ja, das finde ich die erwachsenste Funktion, die es gibt. Ich kann hier einfach ein Furzkissen auf die einzelnen Sitze packen. Dann kommt es aus verschiedenen Richtungen. Und ich kann natürlich auch, wie es sich gehört, auch auswählen, was ich haben möchte. Ob ich nur ein Fürzchen haben möchte. Oder ob ich einen Überfurz möchte. Ich kann auch einen Furz on demand machen. Ja, ist auch eine schöne Sache, weil dann drücke ich hier. Und das Auto furzt sehr erwachsen. Dann kann ich auch sagen, furzen beim Blinken. Das heißt, beim Betätigen des Blinkerhebels wechselt dann entsprechend der Furzton. Und natürlich kann ich auch einen hosenzerreißenden Furz wählen.
und kann den wieder in jede Ecke des Autos legen. Also ja, sehr erwachsene Funktion, aber dennoch irgendwie so ein bisschen das, der Blödsinn, den Tesla auch ausmacht. Hier in dem Modus kann ich einen Mars Rover verfolgen. Also gibt es zig Sachen, die andere Hersteller so definitiv nicht haben. Ja, und dann kann ich hier einfach noch was zeigen, beziehungsweise malen, speichern, kurze Notiz. Ja, ziemlich cooles Feature. Und entsprechend kann ich diesen Modus hier auch wieder ausmachen und habe dann die ganz normale Karte. Und für alle, die sich jetzt abschließend noch fragen, wie viel Supercharger gibt es eigentlich, das ist hier sehr schön dargestellt. In Deutschland sind das alle die hier rot dargestellten und ansonsten die leicht roten dargestellten sind im Prinzip dann außerhalb unserer Fahrbahnreichweite aktuell. Und ja, deswegen in diesem Sinne nochmal auf Wiedertschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.